Mir wird es an alle gesagt, jetzt darum gehen, zu dieser Frage Narrative des Wandels, den Film als ein ästhetisches Ausdrucksmedium zu entdecken, fragen, was kann man für Narrative, was spielt Bild, was spielt Ton für eine Rolle, wie macht ihr das Ganze? Das wird für mich die wichtige Sache sein. Es wird nicht so sehr um die Inhalte spielen, natürlich immer eine Rolle, ja, aber es wird mir jetzt nicht sagen, was habt ihr genau gefilmt, sondern für mich ist die Frage, wie und die Frage, warum? Und wenn alle, die zuhören konnten, an Anfang meines ersten Impulsvortrages denken, dann hatte ich ja genau das in den Vordergrund gestellt, sozusagen so diese Frage, warum tun wir was, dass das eigentlich die wirkliche Änderungsebene ist für Handlungen. Und deshalb möchte ich diese Frage nach warum und dann wie auch weit vor der Frage nach dem was diskutieren. Ich würde gerne anfangen für euch mit einer kurzen persönlichen Vorstellung. Wer seid ihr und was begeistert euch am Film? Ich meine, ihr könnt ja auch viele andere Sachen machen, ihr macht auch andere Sachen. Ja, aber was ist es, was begeistert euch und was ist die Motivation, also die Frage an euer eigenes Warum? Und das in Bezug eben, was ja bei beiden deutlich ist, die Frage nach Gesellschaftsgestaltung, nach gesellschaftlichem Wandel. Ja, also wenn ihr euch kurz vorstellen mögt und eben diese Frage, was begeistert euch? Was motiviert euch? Simon, magst du anfangen? Ja, vielen Dank. Ja, wie gesagt, dieser Film, den ich gemacht habe, der ist im Zuge meines Forschungsprojekts entstanden an der Cusanus Hochschule. Und vielleicht nochmal vorweg, das ist, ich kann nur ermutigen, diese Wege zu gehen. Also diese Möglichkeiten, die da die Cusanus geschaffen hat, einen kreativeren Umgang als klassisch auf Papier etwas zu schreiben, was auch toll ist. Aber wenn Leute das interessiert, schreibt mir sehr, sehr gerne von den Studierenden, die zuhören. Und dann können wir da sehr, sehr gerne drüber ins Gespräch kommen. Für mich war das ein extrem bereichernder Weg und mir hat es nochmal ganz neue Möglichkeiten und Erfahrungshorizonte eröffnet. Also das kann ich nur empfehlen, das vielleicht vorab. Wie komme ich zum Film? Ich wurde durch Filme politisiert. Ich habe als ich noch relativ jung war, auf Arte einen Film gesehen mit Gift und Gen über den Saatgutkonzern Monsanto von einer französischen Filmemacherin. Und der hat mich ziemlich bewegt. Da war ich so 13, 14 und das war so der Moment der Politisierung für mich. Andere Filme von zum Beispiel Erwin Wagenhofer, Let's Make Money, über das internationale über das internationale Finanzsystem. Da habe ich entschieden, dass ich irgendwann mal Ökonomie studieren möchte und das quasi verstehen möchte. Und das ist alles so gelaufen zwischen 13, 14 und 18 Jahren. Und so kam ich dazu. Ich habe zwischen Bachelor und Master bei einer Produktionsfirma für Dokumentarfilm gearbeitet, Echo Media in Hamburg. Die machen so politische Dokumentarfilme. Und da bin ich das erste Mal damit in Berührung gekommen und ich bin eigentlich mit der Frage ins Studium gegangen, ins Masterstudium, wie kann ich Wirtschaft adäquat abbilden? Ich habe das am Donnerstag schon kurz erwähnt, nach einem Gespräch mit einem Filmemacher, der sagte, es ist wahnsinnig schwer, Wirtschaft abzubilden. Man kann irgendwie, weil wir keine Bilder dafür haben, man kann irgendwie Hochhäuser zeigen, Glasfassaden, man kann versuchen, eine Börse zu filmen mit irgendwelchen aufgeregten Amerikanern, die versuchen, schnell noch was zu verkaufen, aber es ist wahnsinnig schwer zu bebildern. Und so kam ich da eigentlich zu. Genau, und ich finde es einfach wahnsinnig toll, ein Medium zu haben, was emotionalisieren kann. Das kann Film wie kein anderes Medium. Und dass man die Menschen mitnehmen kann auf eine Heldenreise. Und auf dieser Heldenreise erleben sie noch was und lernen was Neues. Das ist schon, also für mich eine relativ große Schnittmenge an sehr, sehr vielen tollen Dingen, die man da abbilden kann. Danke dir. Magst du, Karl? Ja, wie ich dazu kam, weiß ich eigentlich gar nicht mehr. Ich war immer fasziniert von Filmen. Ich habe auch sehr früh schon angefangen, Super 8. Mein erster Film war ein Film über die Welt aus der Sicht meines Dackels. Das heißt, ich habe da so auch so ein richtig so Dolly gebaut und so weiter und habe das eben ganz niedrig eben alles gefilmt. Und so ein Dackel, der sieht wirklich die Welt anders, weil da sind ja jede Wurzel ist ein Hindernis und so. Und dann hat mich das eigentlich auch immer begleitet. Ich habe Medienpädagogik und Psychologie studiert und hatte dann eben schließlich und endlich ja eigentlich auch relativ spät dann die Chance, habe ich dann wahrgenommen, zu sagen, so jetzt mache ich Filme eben auch auf dem professionellen Level. Vorher war ich Berater und solche Dinge auch gemacht.
Ja, und das dann, ich war, da war schließlich und endlich da angekommen, wo ich immer hin wollte, ne? Nämlich wirklich Filme machen. Und das hat was damit zu tun, dass ich das Gefühl habe, es gibt wahrscheinlich wenige Berufe, in denen man so viel Freiheit hat, tatsächlich in der Gestaltung, ja, so viel Verantwortung natürlich auch und so viele Möglichkeiten, viele Menschen zu erreichen. Deshalb war lange Zeit für mich Fernsehen ein sehr attraktives Medium. Und ich bin auch, ich reihe mich nicht ein in die Menschen, die Fernsehen kritisieren, obwohl es da viele, viele Schwierigkeiten gibt. Ohne, also viel Spaß mit dem Volontariat. aber davon zu leben dann gleichzeitig und diese ganzen, das Ganze auch ökonomisch hinzukriegen, das ist schon eine gewaltige Herausforderung. Und richtig groß wurde es dann, das ist dann nochmal ein Schritt gewesen, als wir Kino eben gemacht haben. Wir haben eben drei große Kinodokumentarfilme gemacht, die überraschenderweise enorm gut gelaufen sind. Die vierte Revolution hat in 27 Sprachen übersetzt worden und hat über 15 Millionen Menschen erreicht. Und das war zwar alles dann auch nicht kommerziell, sondern das verbindet sich eben immer mit politischer Aktion. Das ist für mich auch eine Voraussetzung dafür, überhaupt diesen Beruf zu ergreifen. Das ist ein politischer, ein sehr politischer Beruf. Und das finde ich toll. Wir hatten ja, ich hatte es in meinem Eingangsvortrag gesagt, Narrative als sinnstiftende Erzählungen, die immer auch bestimmen, wie Welt wahrgenommen werden. Und wenn ich es richtig sehe, ist ja Film genau dafür auch da, eben immer wieder diese Narrative einerseits zu entlarven. Das ist, glaube ich, Simon, deine, ne, Aufgabe gewesen in dem Film. Und für dich, Karl, natürlich auch sinnstiftende Erzählungen zu gründen, ja, und denjenigen eine Stimme zu geben, die vielleicht nicht im dominanten Diskurs sind. Und da würde ich dich, Simon, erstmal fragen: Es war ja diese Frage, dieses Narrativmarkt zu entlarven. Du hast Interviews dafür, gleichzeitig aber eben auch Szenen aus der Wirtschaft. Kannst du sagen, wie hast du das versucht, diese Entlarvung filmisch umzusetzen? Und warum hätte nicht einfach ein Essay oder irgendwas anderes es auch getan? Also was sind die besonderen Mittel des Films, die du nutzen konntest? Warum habe ich nicht einfach einen Essay geschrieben? Das ist eigentlich eine gute Frage und das hätte man natürlich genauso gut machen können. Erstmal ist es natürlich das, was Karl gesagt hat, du erreichst, also die Hoffnung ist, dass man mit diesem Film Menschen erreicht, dass man ein Narrativ nicht nur auf einem Papier entlarvt, was mal auf einem Symposium vorgestellt wird und in Vorträgen, was auch seinen Wert hat, sondern dass man tatsächlich eine Öffentlichkeit nochmal anders anspricht, gerade in diesen Zeiten, wo so viel weniger gelesen wird und so viel mehr über Bewegtbild geht. Das muss man ja einfach anerkennen, diese Realität. Das ist die Zukunft. Das war so das eigentliche Ansinnen. Und was, also ich habe es schon mal angedeutet, es kann wahnsinnig gut emotionalisieren, dieses Medium. Und was ich an dieser Arbeit spannend fand, ist, dass ich zwischen die Interviews, also es gibt da verschiedene Ebenen in diesem Film. Eine ganz wichtige ist, dass ich zwischen diese Interviews Propagandafilme von neoliberalen Thinktanks packen konnte. Die habe ich einfach runtergeladen aus dem Internet und da reingeschnitten. In der Endfassung können die leider nicht sein, weil ich die Bildrechte daran nicht kriege. Aber diesen Effekt, den das hat, ist, dass diese Plattitüden entlarvt werden. Also im Kontext von diesen, mit diesen Interviews, die tatsächlich die Hintergründe zu diesen Thinktanks erzählen, wurde mir gewahr, wie stumpf und platt diese Propaganda eigentlich ist und wie einfach das Narrativ ist, was so unglaublich wirksam ist. Das war sicherlich eine Ebene. Dann auf dieser Bildebene, also die Städte, die ich porträtiert habe, das waren Ostrau in Tschechien, dann Frankfurt und Rotterdam. Da wurde mir so bewusst, wie traurig diese Welt eigentlich ist, diese Welt, die von diesem Marktsystem durchdrungen ist, weil es ist eigentlich viel Beton und viel Stahl. Und das ist quer durch Europa so. Man geht, also wir waren viel in ganz normalen Wohnvierteln unterwegs. Wir haben das Alltägliche gefilmt und das war schockierend, weil es einfach wahnsinnig leise war und uniform. Also die Menschen arbeiten tagsüber, es ist nichts los in diesen Siedlungen und alles sieht gleich aus. Und es war irgendwie spannend, das Alltägliche zu was Besonderem zu machen und daran eigentlich viel zu erfahren.
Ja, also auch wie so eine Uni aufgebaut ist. Uni Frankfurt haben wir ganz intensiv gefilmt, wo ja diese Narrative, da gibt es das House of Finance. Es ist ein riesiges von der Industrie gesponsert, also von der Finanzindustrie gesponsertes Institut. Das ist sehr, sehr präsent auf dem Campus da. Das ist super steril und dann filmt man da durch die Tür und dann sieht man ja mit freundlicher Unterstützung von Versicherung, Deutsche Bank und so. Und da wird dann aber, also objektive ökonomische Lehre gelehrt. Und da wird es einem schon irgendwie gruselig. Und all diese Dinge, das sind, ich glaube, es bekommt eine andere, man bekommt einen anderen Griff drauf und man ist anders emotional betroffen, wenn man die Bilder dazu sieht, als wenn man zum Beispiel den Text liest. Und das ist, glaube ich, das, was Film kann, sozusagen. Du hast ja, Karl, in gewisser Weise das Gegenmotiv in deinem Film. Wir kommen gleich noch zur Frage, wie du natürlich auch diese Umweltzerstörung selber, ne, fassbar machst. Mich haben deine, sagt man, Protagonistinnen unglaublich fasziniert, weil sie immer genau auf diese Frage der Motivation, ja, zu sagen, was werden meine Enkelkinder mich fragen? Ne? Also diese. Wie kommst du auf diese Geschichten? Wie findest du diese Geschichten? Wie kommst du an dieses Warum dran? War das vorher für dich ein Suchgrund oder haben die Menschen das dann sozusagen auch offengelegt? Das würde mich da fragen, wie kommst du an diese filmische Umsetzung doch dieser klaren Warum-Frage, die ja oft sonst so schwierig zu beantworten ist oder überhaupt erst zu stellen? Ich muss eins noch vorweg sagen, weil das eben mit dem Thema dieser Katastrophen jetzt, die es gerade ist, korreliert. Ich habe angefangen mit Filmen über den Irakkrieg, also 1990, 91, ja, so. Und auch da hatten wir die Grundidee, das Ganze von der anderen Seite zu zeigen. Also wir haben das aus der Sicht der Friedensbewegten, die da waren, die kein Mensch irgendwie auch, jetzt geht das Kabel hier raus, die kein Mensch irgendwie auch je irgendwo über die berichtet hat oder so etwas. Aber immerhin, da sind Menschen hingegangen und wollten sich eigentlich anschnallen, anketten an die Brücken und so weiter und so fort, ja, in Bagdad, ne, und so. Und die haben wir begleitet. Und das war sehr erfolgreich. So, also wir waren sofort dann auch tatsächlich, also wo ist das schon mal, Snowden, haben wir sofort, ich glaube, eine Auslandsreportage verkauft und so weiter und so fort. Und nach dem dritten Film in dieser Richtung, wir haben dann aber auch schon Leute auch porträtiert, die da kontrovers waren und so weiter, aber alles aus der Gegensicht, denn damals wurde immer das aus amerikanischer Sicht gezeigt. Also die armen amerikanischen Soldaten, die da Weihnachten gefeiert haben im Zelt. Dagegen haben wir gedreht, sie haben ja gedacht, sie wären 1000, nachher waren es 27 Aktivisten in einem Camp an der Grenze nach Kuwait da gelebt haben und da eben auch gebetet haben oder so etwas. Das war unschätzbar wertvoll, wussten wir aber nicht so richtig, sondern das haben wir dann gemerkt in der Reaktion. Und dann war für mich eine Entscheidung, darüber zu sagen, willst du eigentlich mit diesem Thema Krieg Geld verdienen, ja, weil das war ging gut los, ja, so, und es waren dann jede Menge kleinen Magazinartikel und so weiter. Und das war dann eine Entscheidung, wo wir sagten, nee, also das bin ich nicht angetreten oder so. Dann lass uns doch diejenigen sein, die Chancen, Perspektiven und Visionen darstellen und nicht mit den einschlägigen Bildern in dieser Richtung. Hast natürlich aus dem Irakkrieg dann viel gekriegt, weil alles im Internet und so weiter und so fort. Das war gut machbar, ne? Und wäre das völlig anders auch auffassen. Und das war eine ganz wichtige Entscheidung und führte erstmal zu einem beträchtlichen Einbruch. Ja? Dann habe ich ein großes Filmprojekt gemacht, das hieß Solararchitektur für Europa. Ja? Daraus kam ein großes Fachbuch noch im Birkhäuser Verlag und so weiter. Und dann sagten alle, also, du bist scheitern. Aber dieser Film ist bis heute doch tatsächlich so ein Standardfilm geworden und so weiter und wurde dann auch tatsächlich vom NDR, Herr Brückner, werde ich nie vergessen, dann auch gesendet. Und das war für mich eine Erkenntnis zu sagen, habt mal den Mut, auch tatsächlich die Themen zu nehmen, von denen ich glaube, dass die Menschen den größten Bedarf haben,
nämlich Chancen und Perspektiven und Visionen auch tatsächlich spürbar zu machen und emotional erfassbar. Und damit sind wir eben bei der Antwort auch auf deine Frage. Darum geht es. Und das allerdings treiben wir offensiv voran. Auf eine bestimmte Weise, die wir sicherlich Menschen? Heute noch drüber sprechen werden. Ne? So. Wie findest du diese Menschen? Ja, wir suchen sehr, sehr intensiv. Also natürlich auch unter Nutzen des Internets, aber auch unter im persönlichen Bereich oder so etwas. Also die Climate Warriors ist ja sozusagen die amerikanische Fassung des Films Power to Change. Ne? Amerikaner haben gesagt, also schön und gut, schöner Film, aber wenn da keine Amerikaner drin sind, also dann kannst du das irgendwie Amerikaner nicht zeigen. Die brauchen irgendwie Amerikaner drin. Und dann deshalb hat dieser Film auch sozusagen, sieht man ja dann so fast, was ich, zwei Teile oder sowas. So, ne? Und dann habe ich auch mein eigenes Thema damit reingenommen. Ja, wir und dann natürlich sehr, das ist sehr intensiv. Also das ist, wir suchen umfangreich und dann, witzigerweise, ist dann häufig Empfehlungen oder so. Ach, da kenne ich einen oder sowas. Da muss man sehr offen dafür sein. Der Film Power to Change ist noch viel stärker. Der Ami Rogani, also sozusagen, der ja sich dann durch den ganzen Film durchzieht, ne, der war der Gegenspieler. Das war also dieser arrogante Typ, also der so mit einem schwarzen, dicken, fetten BMW durch die Gegend fährt und ob er vor allem Geld machen will. Und erst im Film stellte sich das heraus, dass da durchaus eine ganz differenzierte Meinung war, die haben alles umgestellt. Weil haben da mitgenommen in die Ukraine und so weiter und so fort. Ja, so, weil sich an dem dieser Change am besten festmachen lässt. Und der war eine Empfehlung. Der war, irgendjemand hat gesagt, der könnte ganz gut sein. Ich glaube, die Mutter der Regieassistentin oder so etwas. Und der war natürlich extrem wichtig. Ich bin weiterhin befreundet mit dem und so weiter. Also eine Mischung aus professioneller Recherche, unter Nutzung aller Recherchemöglichkeiten und der Offenheit, und von Zufällen oder von Empfehlungen. Es ist ja bei der ganzen Frage der Narrative, wir werden nachher auch noch die Verantwortungsdimension, die würde ich jetzt gerade noch mal rauslassen. Ja. Du, Simon, hast ja stark gemacht, also emotionalisieren. Ja, und gerade in unserer heutigen Kultur sagen wir, ja, es sind ja Bauchentscheidungen, die letztlich und das nicht das Rationale. Und ich vertrete ja die Auffassung, dass wir eben auch Imaginationen tatsächlich bewusst gestalten werden und mit unseren Emotionen bewusst umgehen. Und deswegen ist ja so eine Gratwanderung, emotionalisieren, eben, ich sag mal, so ein Herdeninstinkt letztlich nur loszulassen, nur vielleicht in andere Richtungen, die einem gut tut. Und gleichzeitig, was mich interessiert, auch mit dem neuen Master Ökonomie, Imagination, Zukunftsgestaltung, ist auch wirklich als ein Instrument, ja, und auch als ein anders bewusstes als rational, aber doch bewusstes Instrument. Und ihr hattet das beide schon angesprochen. So, wie geht ihr mit dieser Frage von Emotionen um? Was ist das für ein Instrument und was hat es wieder auch für euch mit Film zu tun? Magst du, Karl, beginnen? Also wir nutzen die Möglichkeiten, die uns Film gibt, auf eine, muss man sagen, für manche Leute finden das grenzwertig. Ja? Also eigentlich ist die Idee dahinter, wenn du ins Kino gehst, kommt zu spät, ja, dann solltest du eigentlich nicht gleich erkennen, dass es ein Dokumentarfilm ist. Also, und das ist ja leider, finde ich, oft so. Ne? Also die wackelnde Kamera, das fehlende Licht und so etwas. Also wir gestalten sehr, sehr offensiv, ne? Fast wie bei Fiction, fiktional. Die Teams sind doch sehr groß, 8 bis 10 Leute, das ist für Dokumentarfilm, ist das schon, da fährst du dann schon mit richtig so einem Tross durch die Gegend und musst ja auch nicht bezahlen. Aber das hat die Idee dahinter ist eben tatsächlich, alle Möglichkeiten, die das Medium gibt, auch zu nutzen. Gleichzeitig ist eins, sozusagen, es gibt so ein paar entscheidende Punkte. Das ist eine ist, wir machen uns völlig unabhängig, auch da kommen schon auch Leute ran, die dir auch ganz gern mal so 200.000 Euro geben, wenn sie auf eine bestimmte Weise im Film sind. Ja, das haben wir auch selber erlebt. Ich habe das auch mal, da hat da diejenige, die dieses Sponsoring oder so herbeigeschafft hat, dann herzhaft geweint, weil ich gesagt habe, nö, mache ich nicht. Ja, so eine Solarfirma, die da, eine chinesische Solarfirma, die da betreiben wollte. So, ne? Also das ist das eine. Und das andere ist, dass die Interviews, die werden zwar sehr bildlich, sehr gestaltet, sind aber eben sehr, sehr offen und gehen manchmal über bis zu 2 Stunden.
Ja, also denn dem muss sehr viel Zeit dafür, wirklich den Menschen nahe zu kommen. Eddie Kraus hat ja immer behauptet, also ich hätte nur eine Frage gestellt, dann wäre ich aus dem Set rausgegangen und er hätte alleine, die ganze Zeit alleine geredet. Er hat sich nicht mehr entsinnen danach, dass ich auch mal hin und wieder Fragen gestellt habe. Der war so in dem Ganzen drin, das ist uns also gelungen, offensichtlich so eine Atmosphäre aufzubauen. Finde ich total toll, das hat er ja lange Zeit erzählt, auch bei Veranstaltungen wurden immer sehr viel eingeladen, auch dass das so war, bis ich mal gesagt habe, nein, das stimmt nicht, ich habe da schon Fragen gestellt und so weiter, aber es muss so eine entspannte Atmosphäre gewesen sein. Also das sind zwei Beispiele dafür, wie wir damit umgehen. Gerade fand interessant, dass du, Simon, angefangen hast mit der Frage nach Emotion und Emotionalisierung, weil dein Film, also für mich zumindest, trockener rüberkommt als jetzt der von Karl. Also bei Karl merkt man ja dann, dass die ganze, ne, die Begeisterung der Menschen und eben diese starken Emotionen, auch starken Werturteile, die auch nach vorne gestellt werden. Und jetzt hast du aber gerade gesagt, dass dein Film ja auch in diesem Bereich von Emotionalisierung geht. Und wie hast du das für dich umgesetzt? Und Ja, total grundlegend anders. Also es könnten nicht, und das macht es wahrscheinlich auch spannend, diese Diskussion hier, die Filme könnten nicht unterschiedlich sein und die Herangehensweise. Also, und da merkt man sozusagen, das ist ein Interviewfilm, den ich gemacht habe. Und ein sehr, sehr nüchterner Film, der sehr, sehr wissenschaftlich ist. Letztendlich ist es der Grenzgang zwischen dem künstlerischen Werk und der wissenschaftlichen Arbeit. Und das sieht man. Es gibt da durchaus filmische Vorbilder, die das auch so gemacht haben, aber das ist ein ganz anderes Anliegen und eine ganz andere Herangehensweise. Für mich, also bei mir persönlich wurde es emotional, als ich mich A mit diesen Propagandafilmen auseinandergesetzt habe. Also habe ich schon auch in der Recherche gemerkt, wie ich da emotional werde. Und es war ein sehr, sehr emotionales Erleben auf dieser Städtereise. Das heißt, das war schon ein emotionales Mitkriegen, zumindest bei uns Filmemachenden. Wir waren da schon auch emotional dabei. Aber natürlich ist das eine große Nüchternheit, die dieser Film erstmal ausstrahlt. Ich finde, Karl, was du gerade so schön gesagt hast, und das ist mir auch aufgefallen, das ist mir aber auch schon in unterschiedlichen Filmprojekten aufgefallen. Es ist auch emotional, weil man die Menschen sieht. Also man sieht die Regung eines Protagonisten. Bei dem Film von Karl sieht man, dass manchmal Menschen fast zu Tränen gerührt sind, wenn sie ihre Geschichte erzählen. Und diesen Raum zu schaffen, dass Menschen sich so wohlfühlen, um diese Emotionen auch zeigen zu können, das muss man lernen und das ist ein Stück weit eine Kunst. Und man muss es, also ich habe das immer erlebt, auch als ein Mitfühlen dessen. Also du öffnest dich auch innerlich ganz, ganz doll, um diesen Raum halten zu können, damit der andere so emotional werden darf. Das vielleicht dazu. Emotionen können aber auch, wenn sie blind benutzt werden, es gibt ja Film als Medium, ist ja, du kannst ganz, ganz tolle Sachen schaffen, so, und Filme, die emanzipieren und die Lust machen auf Wandel. Du kannst aber auch, also bis in die Weltkriege hinein, die übelsten Propagandafilme machen. Deswegen wächst daraus auch eine große Verantwortung, aus dieser Emotionskraft, die ein Film vermitteln kann. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. ja, das brauchst du eine Selbstkontrolle, ne? Deshalb brauchst du eine ethische, du brauchst eine Metaebene, ne? Also, du hast Wertekonstrukt, also die tatsächlich die ganze Crew auch eingebunden ist, ne? Weil da wird ja auch Einfluss genommen auf den Regisseur von Sandberg Crew, das unterschätzt man ja. Nicht? Und so, und ja, wenn das gegeben ist, dann ist es erlaubt, ja? Also diese starke, also wenn du das Prager Sinfonieorchester für viel Geld engagierst, mit 65 Leuten, dann hast du natürlich in der Musik eine andere Wirkung, als wenn du elektronische Musik im Internet runterlädst. Ne? Und damit spielen wir. Dazu stehe ich. Ne? Deshalb wird es also in bestimmten Situationen, in bestimmten Diskussionen, wird das auch kritisiert. Finde ich auch okay. Aber ich sage, ich habe ja das Narrativ gesagt, das geht, wenn du eine ethische Selbstkontrolle, eine ethische Konstruktion mitführst. Und das ist bei uns ja als Teil einer Bewegung zu sein zur Rettung der Erde, muss ich schon auch sagen. Also so sehen wir uns auch. Ja, wenn das in diese Richtung geht, ne,
Teil einer großen politischen, weltumspannenden Bewegung zur Rettung von, das heißt von Menschenleben auch ganz konkret, wie wir das jetzt hier gerade und auch in deiner Nachbarschaft erleben, dann finde ich, dürfen wir auch preisgekrönte, oberteure Kameraleute einsetzen, die ihr Metier bis zum Exzess beherrschen, die dann auch, ich brauche mal 4 Leute, ne? Also die da mir zuarbeiten und so weiter und mit Festbrennweiten arbeiten und im Color Grading uns 7 Tage in einem total schwarzen Studio aufhalten und jedes Ding rumfeilen. Dann ist das gut, dann ist das auch erlaubt. Aber das ist auch die Voraussetzung oft, dass es wirkt. Ich kann dir gleich mal erzählen, wie wir das dann im nächsten Film noch weiter treiben. Aber das ist der Film Climate Warriors ist da eher noch, also der hält sich da schon noch in Grenzen, finde ich jetzt auch. Okay, dann würden wir gerne auf im Abschluss, wir haben ja in der Hochschule auch mal wieder die Frage eben einerseits zwischen Manipulation und Aufklärung. Ne, dass man sagt, also es ist kein rein rationaler Diskurs, auch die Aufklärung muss ja auch durch Emotionen und bis in diese Weltanschauung gehen können. Und was für uns ja immer an der Hochschule wichtig ist, sag mal, diese Wachheit der Rezipientinnen. Ja, also wie können wir etwas vermitteln, dass es zwar verstanden wird, dass es auch aufwühlend ist und gleichzeitig eine Freiheit bleibt, sich da drin zu positionieren. Ja, und das würde ich gerne noch von euch beiden hören, so wie, also du hast Simon jetzt ja viel auch geredet über euch und wie das am Setting ist. Ja, und wie nehmt ihr jetzt sozusagen die ZuschauerInnen mit? Und wie kann man sie auch, das wäre für mich eine wichtige Frage, auch in so einer Haltung von Wissen, von mitgenommen sein, aber eben auch einer Freiheit von Entscheidungen, von Aufklärung auch halten. Wie spielt das in euren ethischen Überlegungen eine Rolle und wie wird sowas umgesetzt? Simon, magst du anfangen? Es gibt diesen Satz von Hans-Joachim Friedrichs. Einen guten Journalisten erkennt man daran, dass er sich nicht gemein macht mit einer Sache, auch nicht mit einer guten. Und das ist so ein Standardspruch sozusagen. Und natürlich stimmt das, wenn ich Parteien interview, muss ich auch der Partei, der ich als Privatmensch politisch entgegenstehe, der muss ich auch kritische Fragen stellen. Ja, aber durch die Auswahl meiner Frage, wenn Karl entscheidet, ich gehe in den Irakkrieg rein und zeige Friedensaktivisten, dann ist das eine politische Entscheidung und eine Haltung, die dahinter steht. Und wenn ich sage, ich gebe Sendezeit bestimmten Professoren, wo ich für wichtig halte, dass die in den Diskurs kommen und andere lasse ich bewusst raus, dann ist das eine politische Entscheidung, ganz klar. Und das habe ich auch an der Cusanus nochmal verstärkt gelernt, jede Forschungsfrage, jede Entscheidung ist politisch. Du kommst nicht raus aus der Nummer. Und deswegen schwingt natürlich Werte, Weltanschauung, schwingen natürlich mit. Aber ich habe zumindest bei meinem Film das Gefühl und bei Karls Film auch ganz doll, dass es offensichtlich wird, dass eine Haltung dahinter steht und dass dieser Film was will. Und den Vorwurf, den ich den Film, die ich zeige, diesen Propagandafilm mache, dass die im Scheingewand der Objektivität daherkommen, aber unterschwellig den Leuten was verkaufen wollen oder also knallhart manipulieren wollen. Und ich glaube, das muss der Anspruch sein, dass man diese Haltung, die man immer hat, dass man die in einer Form expliziert. Karl? Ja, also da hat der gute Hajo Friedrichs, wie das als Profi sowas sagen kann, ist mir unverständlich. Der weiß natürlich, dass alles, was du tust, irgendwo aus einem Hintergrund, einem seelischen, intellektuellen und auch politischen Hintergrund gestaltet wird, auch bei Ihnen natürlich. Also nein, das halte ich, da irrt der Kollege sehr. Ich kann Simon da noch zustimmen, da muss es eben offenlegen. Ne? Also wir sagen, wir sind Teil einer politischen Bewegung. Wir verfeinern immer mehr die Methoden, um auch Menschen mit sozusagen einzubeziehen, die sich zum Beispiel für Dokumentarfilme nicht so wahnsinnig interessieren, gleich von vornherein sagen, Doku, das ist irgendwie langweilig oder so. Da kann man ja dran arbeiten oder so. Es
Also, wenn du es offenlegst, dann bist du schon mal an einem gewissen Teil nicht angreifbar, obwohl wir werden dazu immer wieder auch gewissermaßen angegriffen, aber natürlich dann aus inhaltlichen Gründen oder so, weil es den Leuten nicht gefällt. Ja. Unsere Filme funktionieren ja stets nur im Zusammenhang mit Events. Also es ist, du kriegst den Film nur in den Ort, ja, wenn du daraus eine Eventkampagne, wenn du eine Eventkampagne mitmachst. Also das Ganze ist eine Eventkampagne und der Verleiher oder das Kino kriegt den nur, wenn er dazu auch ein Event schafft. Das ist für den Verleiher meistens nicht so ein Riesenproblem, weil er da gar nicht selber suchen muss, weil dieser Film eben so eingebracht wird. Also es wird ja meistens an ihn herangetragen, an den Kinobesitzer. Da sagen, also jetzt ein toller Tag, in 3 Monaten kommt hier ein super Film in euer Kino. Könnt ihr schon mal reservieren. So, das ist in Saal 5. Und da sagt er, Moment mal, aber das ist ja wohl doch mein Kino. Dann sagen die, aber na gut, aber ich habe 500 Zuschauer herbei oder 1000. Und dann sind Kinobesitzer auf einmal ganz, ganz dabei und finden das alles ganz toll. Und das führt dazu, dass sehr, sehr viel drumherum gemacht wird. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Also wir sind auch, diese Filme werden im Rohzustand auch gezeigt. Ne? Das Publikum oder diese Event-Campaigner oder der jeweilige örtliche Leiter wird eingeladen, aufwendig, ne? 1,5 Tage mit Übernachtung und allem. Haben wir das gemacht bei der vierten Revolution und so etwas. Und die sehen den dann in dem Frühstadium oder so etwas. Da geben wir uns viel Mühe, schon bevor alles fertig ist, Menschen mit einzubeziehen. Damit diese Eventkampagne als solches eben, um die es eigentlich geht, ja, eben auch funktioniert. Wir stellen sozusagen den Film der Bewegung zur Verfügung. Das ist unsere Verbeugung vor den Menschen. Bitteschön. Das Ding kostet 2 Millionen, du kriegst ihn kostenlos. Jetzt nutz ihn. Und deshalb hat er auch so viele Zuschauer, die Filme. Also, das ist auch außerhalb von Kinos, in Kirchen und so weiter und so fort. Schön, finde ich. Das führt zu viel Zufriedenheit bei den Menschen, weil sie nicht das Gefühl haben, dass sie immer nur was ganz Fertiges vorgesetzt bekommen und dann friss oder stirb. Ich finde es eben total spannend und auch für uns, die wir uns jetzt als Hochschule auch in diese Bereiche reinwagen. Wir haben ja diesen Begriff dieses Überwältigungsverbotes, ja. Also man darf Menschen, gerade junge Menschen, nicht so emotionalisieren, dass dann einfach das Denken aufhört, ja. Und dass aber du, Simon, sagst, eine falsch verstandene Objektivität kann genau das Gleiche erreichen, ja, weil sie unter dem Mantel von Sachzwängen und Scheinobjektivität und so weiter herkommt. Und Menschen auch überhaupt wieder an diese Emotionen ranzufragen und an Werte fragen. Und das fand ich bei beiden von euch auch interessant, sagen, dass man ist eben auch ein Spiegel. Ja, und in dem kann man sich aber dann auch positionieren. Ich würde gerne auf eine andere Frage, die mich bei beiden Filmen sehr beschäftigt hat, dass ihr ja die Welt sozusagen, also es sind ja die Protagonistinnen, die einen Interviewpartner bei beiden. Und dann ist ja die Welt, und du sagtest ja, Simon, schon, die Wirtschaft ist so schwierig abzubilden. Und Karl, jetzt Umweltzerstörung, da sehen wir jetzt ja gerade, kann man relativ gut abbilden. Und gerade du greifst ja aber zu besonderen Mitteln. Also diese, ich habe keine Ahnung, wie das genau heißt, aber was mir auffällt, ist diese Ästhetisierung, ja, also dieses Abbaggerns und so weiter. Also es sind ja so beides ganz gezielte Strategien, hat man fast den Eindruck, wie jetzt die Welt, um die es eigentlich geht, auch, also die bewahrt werden soll in dem einen Fall, ne, die andere, die durch diese Narrative des Marktes geschaffen werden. Und da interessiert mich diese filmische Darstellung. Was sind das für Entscheidungen? Jetzt kommt gerade im Chat rein, Musik ist dann, könnt ihr gerne auch mit reinnehmen. Ich hatte jetzt eher auf die visuelle Ebene, ja, aber was ist das? Und auch da, Karl, würde ich gerade wieder an dich, weil es so eine Besonderheit ist, dass es ja nicht dieses Voyeuristische ist, der Tod der Natur, ja, sondern es ist eine andere Art von Darstellung. Magst du dazu was sagen? Ja, also nichts ist leichter als Katastrophen zu zeigen. Ne? Also Krieg, deshalb wird das ja auch so viel gemacht oder so, ich weiß es nicht. Die Leute finden das unglaublich attraktiv und quälen sich dann, sind dann erschüttert, wenn sie dann zu Hause im Fernsehen sitzen und nein und so, ja. Und ich sagte das ja gerade, wir haben es bewusst darauf verzichtet.
Ja, so. Also wir könnten die Filme auch völlig anders gestalten. Also gerade da die, also du kannst einen Film machen, gibt es ja. Die meisten Filme in diesem Thema zeigen vor allem die Zerstörung und den Untergang der Erde oder sowas. Ja, so. Das ist das eigentlich Schwierige. Zeigt mal Perspektiven und Visionen und Chancen, weil das kann manchmal sehr, sehr kleinteilig sein oder so, weißt du? Das ist dann irgendwie so eine kleine Maschine oder sowas, die aber ganz toll ist. Ne? So, ja. Also die Situation habe ich mehrfach erlebt. Ja? Dass wir kamen hin und sollten eine Wärmeproduktionsmaschine zeigen oder so etwas auf ökologischer Weise oder so etwas. Und die ging doch nicht mal. Und der Kameramann sagte, bitteschön, Karl, das kannst du drehen. Also ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Ja, und so sage ich, dann lass es uns doch so drehen, dass wir nur in die Mikroaufnahmen gehen. Und dann setzen wir ganz feines Licht und dann zeigen wir es wie ein kleines Wunderwerk. Ja, so. Das haben wir dann gemacht. Ja, also wir haben erstmal den eben abgebaut drumherum, die ganzen Verkleidungen. Da drin ist ja schon ein Wunderwerk. Das sind so Kabel, so geheimnisvolle und so weiter und so fort. Ne? Und du, das war jetzt eine Fernsehproduktion oder so, das hat 2 Minuten getragen. Ganz toll, mit der entsprechenden Musik dazu. Und du hast ein ästhetisches Gefühl dazu gehabt, dass diese Maschine was ganz, ganz Tolles ist. Das erzählt dann der Protagonist da eben auch dazu. Ne? So. Aber du stehst immer vor der Herausforderung. Und deshalb ist es natürlich auch gut, wenn du faszinierende Menschen hast, weil Menschen, die reißen dich dann schon mit. Aber du willst ja auch Technik zeigen, sonst sind die Menschen auch wiederum enttäuscht. Ne? Und so. Simon, du hattest gesagt, dass dich das ja selber sehr bewegt hat und wir hatten auch viel darüber gesprochen, als du den Film gedreht hast, so was zeigt man jetzt überhaupt und Börsen und Geldscheine sollten es nicht sein, das warst du dir ja ziemlich einig. Und wo du sagtest, selber hast du ja als Filmemacher denn diesen Wahnsinn eigentlich auch einer solchen Welt erlebt. Was hast du versucht, das rüberzubringen, dass die ZuschauerInnen das auch miterleben können? Also die Welt, um die es eigentlich geht, die ja deiner Meinung nach oder unserer Meinung nach Montpellerin auch schafft mit diesen Narrativen. Also nochmal, ich kann das nur unterschreiben. Also vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Das, was Karl gerade gesagt hat, das stimmt. Es ist viel, viel einfacher, Angst zu evozieren in Menschen als Hoffnung, Lust auf Wandel, den Fenster aufstoßen in eine andere Welt, utopisch, geil, ich fange jetzt an, mich zu engagieren und hier stehe ich mit all meiner Kraft. Und wenn ich 8 bis 12 Stunden buckeln muss, ich mache abends noch bei der Bürgerbewegung mit. Das ist viel, viel, viel schwerer als die Leute in Angst. Wenn ich durch Frankfurt gehe, die Leute sind sowieso schon in Angst und Schrecken. Wenn ich da filme und mir die Gesichter angucke, das ist Druck, Angst, Neid. Also es sind wahnsinnig, man merkt es den Menschen an, Stress, völlig überlastet. Und da Menschen rauszuführen aus diesem, und diese Emotionen würde ich sagen, dass die bei den meisten, mindestens Großstädtern, aber ich glaube bei den meisten Menschen leider überwiegen momentan, und die da rauszuführen und dann zu sagen, ey, es gibt was anderes und wir haben Lust darauf, diese Welt zu gestalten und wir können eine andere Welt schaffen, das ist wahnsinnig schwer. Und deswegen ist, glaube ich, die Arbeit von Karl, aber also wie gesagt, ich habe meine Masterarbeit über den Film von Erwin Wagenhofer geschrieben, Bud Beautiful. Der macht das auch auf ganz andere, aber auch wunderschöne Art und Weise, dieses Fenster aufstoßen in die andere Welt. Also das kann ich nur unterschreiben. Was ich versucht habe, ist, das war eigentlich ein Experiment. Und was ist denn das Alltägliche sozusagen? Schon an besonderen Orten, aber was ist denn das Alltägliche, was uns immer übergibt? Wenn man mal achtsam eine Straße lang geht und wirklich sagt, ich bin eigentlich wie ein Kind und sehe diese Straße zum ersten Mal und höre, was auf so einer Straße in Hamburg, in Frankfurt los ist, das ist gewaltvoll. Weil das tierisch laut ist, das stinkt, man hat immer die Gefahr, umgefahren zu werden. Und das war eigentlich meine Intention, diese unschöne Welt in 3 Städten zu zeigen. Und da an dem Alltäglichen quasi aufzuwachen. Aber das war so die Intention und deswegen haben wir da unterschiedliche Sachen gefilmt.
Ob das gelungen ist oder nicht, das wage ich nicht so richtig zu sagen, aber zumindest war es die Idee von einer beobachtenden Kamera, die eigentlich sehr, sehr, also überhaupt nicht eingreift und eigentlich nur das zeigt, was immer ist, was aber so normal ist für uns, dass wir es nicht mehr sehen. Und deswegen diese Bildästhetik. Jetzt auch mal spannend, weil es ja noch so ein dritter Weg ist, ne? Diese Banalität des Alltags und jetzt nicht einfach nur die Flut oder wenn irgendwie was ganz Schlimmes ist, sondern eigentlich sagen, der Alltag selber, weil der ja das auch ist, der zur dritten Seite eben auch der Veränderung, die kommt ja dann daraus, dass wir anders über die Straße gehen oder woanders hingehen tatsächlich. Ich würde gerne in der Abschlussfrage, du Karl hast auch schon gesagt, so wo führt euch das hin? Ja, was kommt als nächstes? Was beschäftigt euch? Was tragt ihr weiter aus den Filmen, die jetzt ja auch unsere ZuhörerInnen kennen? Ja, also wo sind die Brücken? Was geht weiter? Du hattest Karl schon Andeutungen gemacht, wir hatten auch schon drüber gesprochen, dass es weitergeht, auch wieder mit einem großen Film. Jetzt sagtest du auch noch sozusagen noch größeres Kino. Magst du erzählen? Was wir vorhaben, ist mit dem Thema der Revolution, muss man ja schon sagen. Es geht um eine Revolution, die im Menschen anfängt und die letzten Endes dazu führt, dass wir sowohl die ökonomischen Verhältnisse als auch die ökologischen Verhältnisse, auch die Gerechtigkeitsverhältnisse, soziale Belange des Menschen, 30 Millionen Menschen verhungern immer noch pro Jahr. Ja, 3 Millionen Menschen sind jetzt im Zusammenhang mit Covid gestorben weltweit. 30 Millionen verhungern. Das ist nur das, was wir irgendwie mal so sehen, wovon wir eigentlich sprechen. Also diese 4 Aspekte, die ich gesagt habe, führen wir zusammen in einem Filmprojekt, das heißt The Story of a New World. Und das bringt etwa so 20 von 90 Minuten fiktionale Elemente ein, also Spielfilme. Da werden die Hauptprotagonisten oder so etwas sind Schauspielerinnen und Schauspieler, die mit einer bestimmten Dramaturgie da zusammengeführt werden und dann eben in diese Recherchen machen. Und deshalb kann man natürlich unglaublich viel auch die Bandbreite der Diskussion, die kriegen sich dann in die Wolle, die streiten sich und was weiß ich, und die Eltern sterben irgendwie in Afrika und kann man alles sehr gut machen. Ein Architekt aus Afrika, ein Sozialarbeiter aus Brasilien, eine Psychologin aus Indien. Und eine Unternehmerin aus Europa, wahrscheinlich Deutschland. Hauptdarstellerin Juliette Binoche. Ja? Und das in dem Moment, wo du so einen Star, die ist Oscar-Preisträgerin, mit drin hast, ist, und das ist auch der Hintergrund dazu, ist natürlich, sagen wir mal, so ist nun mal der Mensch. Ja, mögen Stars und so weiter, doch für das Thema noch eine größere Offenheit zu erzielen. Ansonsten werden wir es genauso machen, wie wir es auch gemacht haben. Sehr aufwendig, sehr teuer, über 4 Millionen. Ja, das Geld muss man einsammeln, beziehungsweise kann man investieren oder so etwas. Aber das wird funktionieren. Und das ist eigentlich eine logische Folgerung dessen, was ich vorher gesagt habe. Ja, wir treiben sozusagen dieses Ästhetische, aber auch diese Möglichkeiten, treiben wir einfach noch mal einen Schritt weiter. Deshalb Doku-Fiction, ein sehr modernes Medium, was man jetzt auch öfter sieht, aus genau dem Grund. Du hast die Realität oder kannst die dramaturgisch einbinden in eine Spielfilmkonstruktion. Das ist unser Vorhaben. Okay, danke. Simon. Wie es für mich weitergeht. Ich fange beim NDR an und freue mich da auch sehr drauf. Ich möchte tatsächlich perspektivisch in diese Sachen rein. Deswegen ist Karl für mich so ein spannender Gesprächspartner. Ich habe übrigens auch diese Crowdfunding-Kampagne zu dem, ich glaube, das ist der jetzige Film. Die habe ich auch unterstützt, weil ich das so super fand. Ist es Ja. richtig, oder? Da gab es so riesige Crowdfunding. Ist es? Ja, Ja, Tickets. ja. Hast du Tickets gekauft oder Ja, was hast du? genau. Okay. Ja. Man konnte mit dem Kauf eines Tickets konnte man 4 Tickets in Ländern des globalen Südens kaufen. Genau. Ja. Das heißt, wir sind verpflichtet, in 50 Ländern diesen Film auch wirklich auf die Bühne zu bringen und so. Ja. Das ist ein schönes Narrativ. Ja, danke für den Ja, Kauf. ne, sehr gerne. Genau, und also perspektivisch ist es für mich tatsächlich auch die Frage, wie komme ich in diese konstruktive, also es gibt sowas wie den konstruktiven Journalismus, der mich sehr, sehr interessiert, der Probleme klar anspricht und das muss Journalismus machen, aber dann sagt, was sind Lösungen? Oder wie können wir überhaupt einen Raum schaffen, um damit Lösungen wieder denkbar werden? Da kann man ja noch einen Schritt vorgehen, sozusagen. Und das ist sicherlich was mich perspektivisch sehr, sehr interessiert. Auch tatsächlich auch einfach,
weil ich denke, das ist notwendig. Also die Zeit der Katastrophenfilme ist einfach vorbei. Das waren für mich so die Filme von 2000 bis 2010, wo es ganz, ganz viel im Kino lief mit wie We Feed the World und so weiter, was für Katastrophen es überall gibt. Aber diese Zeit ist vorbei. Wir brauchen jetzt journalistische Werke, aber insgesamt auch wissenschaftliche Werke, die emanzipieren und die sagen, ey, es ist aber irgendwie machbar und wir sind dem nicht ausgeliefert. Und deswegen ist es für mich tatsächlich ein Weg, mich damit zu beschäftigen, mit der Frage, wo kann da mein Platz sein? Also wie kann ich Filme möglichst in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk bringen, die Lust machen auf Wandel und die das ermöglichen? Und ich denke, ich hoffe, dass das irgendwie mein Weg sein kann. Und ich freue mich da sehr drauf, ja.